Schuh, Sam? Nun, ich muss etwas für 2 Wochen an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren. Und was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist eine Überraschung. Ich sehe da kein Problem. Versteck es einfach und verrat mir nicht wo. Nein, nein. Ich muss es auch von mir selbst verstecken. Sonst warte ich nicht und nehme es vorzeitig heraus. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber ich helfe dir. Hallo Leute. Für das heutige Handwerk brauche ich viel Karton. Was machen wir? Wir machen einen Safe, Sam. Ein Safe? Wir haben bereits ein Safe und ein Kryptex gemacht. Ich weiß, wie sie funktionieren. Ich knack einfach den Code und öffne es. Erinnerst du dich an die Videos mit dem Safe und dem Kryptex? Dann gib uns einen Daumen hoch. Es ist nicht irgendein Safe. Es hat 3 Schutzstufen. Ich habe den Code und du bekommst den Schlüssel. Und wir beginnen mit einem Kombinationsschloss. Wir brauchen 4 Pappkreise mit je 2 cm Durchmesser. Eines ist fertig. Und hier sind noch 3. Ich mache aus 2 Kreisen einen Kreis, sodass das Drehen leichter fällt. Vorsichtig. Wir werden es drehen, wenn wir den Code eingeben. Lasst uns den Rand des Kreises sorgfältig einwickeln, damit er angenehmer und hübscher ist. 0, 1, 2, 3. Es sind nur 10 Ziffern. Was ist, wenn ich den Code errate? Das glaube ich wirklich nicht. Wir machen 5 Kombinationsschlösser. Dreh dich um. Ich muss mir eine gute Code-Kombination ausdenken. Ich frag mich, woran sie denken wird. An einen Geburtstag? Oder ihren? Dieser Teil ist etwas größer im Durchmesser. Er hält die Tür geschlossen, wenn eine falsche Ziffer eingegeben wird. Welchen Code soll ich wählen? Ich weiß es. Dieser lustige Teil wird die Vorderseite des Safes sein. Und hier werden auch die Schlösser sein. Lass uns ein paar Löcher für sie machen. Und hier kommen die oberen Zahlenschlösser hin. Wir wählen 2 Ziffern. Und diese Teile befestige ich an der anderen Seite. Ich möchte, dass es wirklich gut funktioniert. Richtig, Leute? Und hier kleben wir die Teile sehr sauber zusammen. Kann ich mich wieder umdrehen? Noch ganz kurz. Ich mache 3 weitere Schlösser aus Kreisen mit je 3 cm Radius. Diese Sperren funktionieren anders. Deshalb zeichnen wir die Ziffern so auf der anderen Seite. Und um den Safe zu öffnen, musst du 3 weitere Ziffern kennen. Gar nicht so einfach. Jetzt muss ich diese 4 Teile miteinander verbinden, bevor ich sie am Safe anbringe. Wow, wie interessant! Ich werde definitiv versuchen, deinen Code zu knacken. Das kannst du versuchen. Ein 3-stelliges Schloss kann 1000 Kombinationen haben. Wir befestigen diese 3 Schlösser an derselben Vorderseite. Es fehlt nicht mehr viel. Welchen Code soll ich hier wählen? Aha. Aha. Und jetzt sichern wir diese Teile mit einem 2 cm Radius. Jetzt öffnet sich das Schloss nur mit dem richtigen Code. Der Riegel bewegt sich auf diesen Stäbchen. Und die kommen hier hin. Ich klebe es an die Vorderseite. Direkt über den drehenden Teilen. Und füge einen weiteren Haltestift für den Riegel hinzu, damit er nicht herunterfällt. Diese kleinen Teile lassen uns das Schloss mit dem richtigen Code öffnen und schließen. Wir platzieren sie hier auf dem Riegel. Oh, ich bin zu ungeduldig, nur hier zu stehen und zu warten. Ich werde nach meiner Überraschung schauen. Dieser Teil verhindert, dass der Riegel den Bereich des Safes verlässt. Das Gummiband bringt es wieder an Ort und Stelle. Jetzt bewegt der Schlüssel den Riegel nur, wenn der Code korrekt eingegeben wurde. Du kannst jetzt schauen, Sam. Sam? Sam, wo bist du? Eine Sekunde, ich schaue noch etwas. Aber wir kommen zum interessantesten Teil. Ich bin gleich wieder da. Sam wirkt wirklich komisch. Leute, was glaubt ihr, hat er vor? Schreibt eure Vermutungen in die Kommentare. Großartig. Jetzt machen wir den Schlüssel, Sammy, den du bekommen wirst. Oh, wunderbar. Gib ihn mir. Sonst kannst du meinen Safe öffnen. Warte, ich brauche ihn für später, um zu überprüfen, ob alles funktioniert. So viel warten. Ich wette, ihr könnt es auch kaum erwarten, unseren Safe zu sehen, Leute. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ich recht habe. Sei geduldig, Sammy. Diese Teile halten den Schlüssel im Schlüsselloch. So. Jetzt brauche ich den Schlüssel, um zu prüfen, ob unser System funktioniert.
Es funktioniert perfekt. Schau, Sammy. Juhu! Endlich bekomme ich meinen Schlüssel zurück. Noch nicht. Ich brauche ihn noch für ein weiteres Schloss. Noch ein Schloss? Ja, wir haben 5 Kombinationsschlösser und müssen sie hinter den Schlüsselsperren verstecken. Lass uns diesen Teil machen. Dadurch erhält der Schlüssel Zugriff auf die beiden obersten Kombinationsschlösser. Ich brauche ein Gummiband. Und befestige es hier. Und noch ein Teil zur Unterstützung. Ich muss vorsichtig sein. Und es direkt hier ankleben. Und das Gummiband zur Seite ziehen. So, jetzt beginnt alles mit deinem Schlüssel. Ich muss nur die Vorderseite des Safes fertigstellen und die Box bauen. Und du kannst das bringen, was du verstecken möchtest. Großartig! Endlich! Ich hole es! Aber spick nicht! Lasst uns unseren Safe etwas dekorieren. Ich sagte dekorieren. Sam? Normalerweise rennt er, wenn er dieses Wort hört. Naja. Sam! Dekorieren! Es ist Zeit, den Safe zusammenzustellen. Dieser Teil wird der Boden sein. Ich befestige die Tür mit den Schlössern genau hier in der Mitte. Nur ein Tropfen Kleber. Diese Haken verhindern, dass die 3 unteren Schlösser sich öffnen. Es sei denn, der Code wird oben eingegeben. Und noch einer. Die letzten 3 Schlösser werden hinter dieser Tür versteckt. Und so funktioniert es. Das ist die Seitenwand. Ich werde sie unten ankleben. Und es hat 2 Türen. Diese Tür wird mit dem Schlüssel geöffnet. Und dahinter befinden sich 2 Kombinationsschlösser. Und das Schlüsselloch für Sams Schlüssel befindet sich hinter der 2. Tür. Hier bin ich! Ist alles fertig? 1 Minute, Sammy. Ich muss den wichtigsten Teil anbringen, indem du deine Gegenstände aufbewahrst und auch die Wände. Diese Tür kann nur geöffnet werden, wenn du die Kombination kennst und den Schlüssel hast. Ich hab den Schlüssel! Er ist so hübsch! Psst, Leute! Habt ihr Susis Code gesehen? Schreibt mir in den Kommentaren! Sam! Tut mir leid. Ich konnte kaum erwarten, meine Überraschung reinzulegen! Ich werde den Boden und die Wand aufstellen. Hier wirst du deine Sachen aufbewahren. Cool! Ich denke, es wird dunkel genug sein. Genug für was? Nichts, nichts! Und die Rückseite ist fertig. Lass uns die Oberseite in Position bringen. Fertig! Unser Safe ist fertig! Wow! So wunderbar! So cool! Und sicher! Sollen wir ihn öffnen, um deine Überraschung zu verstecken? Unbedingt! Drehen und öffnen! Juhu! Dreh dich um. Ich gebe den Code ein. Oh mein Gott! Schon wieder umdrehen! Was war der Code? Ah! Fertig! So toll! Öffnet sich nicht! Natürlich! Warte, das ist es nicht. Dreh dich um. Wir haben 3 weitere Schlösser. Hier. Jetzt brauche ich deinen Schlüssel, Sammy. Endlich! Vielen Dank. Mal sehen. Und drehen. Und jetzt kannst du alles hier reinlegen. Jetzt drehst du dich um. Okay. Gut, jetzt schließen wir es ab. Okay, Sammy. Jetzt muss ich das gleiche wieder tun. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Das ist so cool, Leute. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas sehr Wertvolles wegsperre. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Leute, was würdet ihr in diesem Safe aufbewahren? Schreibt uns einen Kommentar. Sam, was ist das? Nimm es heraus und sieh selbst. Sind das Rosinen? Ja, vor 2 Wochen habe ich Trauben reingelegt. Und jetzt
sind sie zu süßen Rosinen geworden. So lecker. Ich hatte Angst, dass ich sie vorher essen würde. Deshalb der Safe. Sie sind wirklich lecker. Hat dir der Safe gefallen, Sammy? Sehr sogar. Und so viele verschiedene Schlösser. Er kann ohne Code und Schlüssel niemals geöffnet werden. Leute, hat euch der Safe gefallen? Schreibt unten in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, um unsere neuen Bastelarbeiten zu sehen. Tschüss! So lecker. Tschüss, Leute. Vergesst nicht, uns ein Gefällt mir zu geben. We'll be right back.